Ich hoffe natürlich heute von ihm natürlich auch ein paar Prozente mehr gegen seine alte Mannschaft. Das ist ja dann ganz klar, dass er heute aufläuft. Das waren die Worte des Trainers Jörg Schwarzer über ihn, über Sören Hartmut Ostermann. Er hatte sich toll in die Mannschaft eingefügt. Laut dem Trainer ist er noch nicht auf dem Fitnessniveau, auf dem er ihn gerne hätte. Allerdings darf er heute von Anfang an ran. Natürlich gegen seine Ex-Mannschaft. Und er sollte am besten direkt knipsen. Ob das klappt, das werden wir ja sehen. Erstmal die Tura in Weiß von links nach rechts. Klasse Kombination. Und da steht er direkt. Sören Hartmut Ostermann. Was macht er? Der macht ihn einfach rein. 1-0 Tura. Klasse gespielt. Da hat die Abwehr einfach komplett verschlafen. Und was sagen die Ex-Mitspieler über diesen Treffer? Zuki, wir kennen ihn ja auch noch aus der letzten Saison. Ist vielleicht nicht der treffsicherste, aber heute hat er gezeigt, dass er doch ein bisschen schießen kann. Er zeigte aber auch, dass er Chancen einleiten kann. Hier klasse den Ball abgenommen. Und da geht er auf die Reise. Leon Junker Schulz. Und der stachelt ihn rein. 2-0 für die Tura nach erst 9 Minuten. Und schauen Sie mal, wie der jubelt. Der ist voller Enthusiasmus. Der hat richtig Bock heute. Es ist sein 4. Tor in dieser Saison insgesamt. Und die HSV-Fans, sie sahen, wie ihre Mannschaft ein bisschen brauchte, um zurückzukommen. Aber nach einem Freistoß war es soweit. Der Anschlusstreffer, erst der Jubel, aber der Schiedsrichter sagt nochmal, wartet mal, ich habe da was gesehen. Die Spieler beschweren sich, sagen, da war überhaupt nichts. Auch Kapitän Wacker kommt dazwischen. Aber am Ende entscheidet sich der Schiedsrichter doch für das Tor. Die Abseitsentscheidung wieder aufgehoben. Allerdings war das meiner Meinung nach die Fehlentscheidung. Hier beim Abschluss steht ein Stürmer vor dem Tor abseits, irritiert den Verteidiger und so lässt er den Ball ins Tor prallen. Wir sind schon in der zweiten Hälfte und Ostermann muss leider gehen. Er hatte genug getan für heute. 2 Tore hatte er mit auf seinem Konto und er sieht dann, dass die Tura Probleme bekommt. Der Ausgleich, klasse gemacht, super Flanke von Marco Augustinovic, dann letztendlich verwandelt. René Heidel muss erneut hinter sich greifen, auch wenn er nicht will. Der Kopfball hat ihn richtig überchippt, auf dem falschen Fuß erwischt. Dafür ist er in dieser Szene richtig da. Von Eintracht Norderstedt ist er gekommen und er zeigt auch, warum er der Einzige im Kader mit Marktwert ist. Er hat einen Marktwert von 25.000 Euro. Doch der Hamburger SV drückt weiter. Inzwischen ist es schon richtig dunkel geworden. Aber Sefir Negro, den stört das mal überhaupt nicht. Klasse gemacht, super den Ball mitgenommen. Besser kannst du das nicht machen. Und dann die Volley-Einlage. Heide ohne jede Chance. Dann kommt nochmal die Tura Hacks Heide. Wieder ist das Leon Junker Schulz. Rechts reingenetzt. 3-3. Und die Stimmung, sie ist großartig heute von Heim- oder auch Gastfans. Und er macht natürlich ein ganz besonderes Spiel. Jetzt schon sein 5. Tor in der Saison. Er beflügelte heute die linke Seite wie kein anderer und verdient sich damit diesen Ausgleichstreffer. Es ist schon die 84. Minute. Hacks Heide, kriegen Sie nochmal eine Chance auf den Treffer? Tino Demelt ist zur Stelle. Und dabei sollte es gewesen sein. HSV 3 und die Tura Hacks Heide. Sie trennen sich mit 3-3 und das ist so auch verdient. Der Torschütze zum Ausgleich, er kann sich wirklich feiern lassen. Ja, das wird sie natürlich geil an. Die Jungs sind klasse. Was soll ich noch sagen? Ja, das war heute ein geiles Spiel. So, wir wussten, das ist ein Derby, wollten hier unbedingt was mitnehmen. Das haben wir gemacht und wir sind super zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.